Moin, ich bin Tim und heute zeige ich euch, wie ihr bei unserem Klappschwingfenster die Federn aktiviert. Angenommen, ihr habt das Fenster jetzt eingebaut und den Flügel eingehängt, müsst ihr ja nur noch die Federn aktivieren. Das heißt, im jetzigen Zustand kann man es ja nur so öffnen, weil wenn man es jetzt so öffnet und die Federn nicht aktiviert sind, fällt es natürlich zu. So, je nach Größe und Verglasung unserer Fenster hat der Flügel natürlich auch Gewicht. So, dann muss man am besten mit beiden Händen ordentlich drücken und so weit hochschieben, bis dieses laute Knackgeräusch kommt und dann sind die Federn aktiviert. Dann könnt ihr es auch ganz normal bedienen und danach passiert auch nichts mehr. Und mehr müsst ihr nicht machen.